In diesem idyllischen Wald in der Eifel befand sich einst die katholische Kinderheilstätte Maria Grünewald. Hier sollten lungenkranke Kinder gesund werden. Doch in dieser Einrichtung geschah Unglaubliches. Hier gab es Medikamentenversuche an Kindern mit dem gefährlichen Schlafmittel Contergan. Selbst Kleinkinder erhielten die doppelte Erwachsenendosis. Cornelia war damals in dieser Kinderheilstätte. Ich bin sowas von. Ich bin fassungslos. Ich bin. Ich kann nicht da sein. Ich könnte heulen. Ich könnte jetzt hier heulen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, an mir wurde sowas getestet. Das ist eine Katastrophe, finde ich. Es ist eine Katastrophe. Das ist ein Menschenversuch gewesen, weil also es gab ja überhaupt keine Sicherheit. Man ist hier quasi voll ins Risiko gegangen. In einer Art und Weise, wie man es normalerweise im Tierversuch wagen kann, aber nicht bei Kindern. Millionen Kinder wurden zu solchen Kuren verschickt. Jetzt kommt heraus, immer wieder wurden sie währenddessen gequält. Das Schlimmste war diese Sache, dass man mich in einen Wäschesack gesteckt hat und mir angedroht hat, mich verbrennen zu wollen. Immer wieder wurden sie erniedrigt und drangsaliert. Ich ging ins Meer, ich wollte mich umbringen. Ich erinnere mich wirklich glasklar an diese Situation, im Wasser zu sein, gerollt zu werden und zu hoffen, dass ich jetzt sterbe. Sind gezeichnet ein Leben lang. Da könnte ich heute noch heulen oder wütend werden, sagen, wie kann das sein? So geht man mit Kindern nicht um. Das wusste ich schon damals. Wer waren die Täter? Unsere Recherchen offenbaren einen Blick in Abgründe. Wir sind auf dem Weg zur Nordseeinsel Föhr, treffen Peter Krause. Als Kind ist er hierher zur Kur verschickt worden. Spurensuche heute, nach über 60 Jahren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich als Kind hier dann auf die Föhre gestiegen bin. Es war ein trüber Herbsttag. Das Fährschiff damals sah ja ganz anders aus, hatte einen schwarzen Rumpf. Und es war eine bedrückende Atmosphäre. Und als ich dann auf Föhr ankam, habe ich mich in diesem Heim eigentlich von Anfang an nicht wohl gefühlt. Auch Hans-Jürgen Brennecke war hier in Wiek auf Föhr zur Kur. Auch er, ein sogenanntes Verschickungskind. Es ist lang her, wenn man diesen Zeitraum von bei mir 65 Jahren bedenkt, die ich hier auf der Insel vor mich hingelitten habe. Aber es wird sicherlich auch berührend sein, vielleicht sogar Gänsehaut machend. Hier auf der Insel Föhr gibt es in den 60er Jahren rund 30 Kurheime für Kinder. Bundesweit sind es etwa 1000. An diesen Orten soll alles zum Wohl der Kinder getan werden. So war es gedacht. Erholungsbedürftige, schwache und unentwickelte Kinder machen hier genau wie Erwachsene eine regelrechte Badekur durch. Die kleinen Badegäste stehen dabei ständig unter ärztlicher Kontrolle. Nachher wird gemeinsam gegessen. Nach dem anschließenden Mittagsschlaf ist der Rest des Tages mit Spiel und Unterhaltung ausgefüllt. So vergeht der Tag mit Spiel, Unterhaltung und guter Pflege. Doch die Wirklichkeit sah vielfach völlig anders aus. Das weiß auch Anja Röhl. Sie ist als Kind auch hierher nach Wiek auf Föhr verschickt worden. Seit 10 Jahren hat sie tausende Berichte dieser Verschickungskinder gesammelt. Ein Hauptproblem, der Zwang zum Essen. Den Kurerfolg haben die damals an den Kilos ermessen, die die Kinder zugenommen haben. Also haben sie, deswegen kam es auch zu den Zwangsfütterungen,
Sie haben ihnen kohlenhydratreiche, fettreiche Pampe eingefüttert, zum Teil mit Zwang, zum Teil mit dem Festbinden der Haare am Stuhl. Und dann haben die Kinder einen Kurerfolg auf der Waage gehabt. Und dazu ein lebenslanges Trauma. Bei ihm war es die Blutwurst. Schon der Anblick und erst recht der Geruch ekelten ihn. Am Ende habe ich das Ganze wieder erbrochen in den Teller. Und dann kam eigentlich die schlimmste Strecke. Dann hieß es, du sitzt hier so lange, bis das Erbrochene aufgegessen ist. Ich weinte am Tisch. Und nach meinem Gefühl ging das stundenlang, dass ich dachte, das hört überhaupt nie auf. Bis ich am Ende den Teller wirklich zum zweiten Mal leer hatte. Auch heute, nach genau 67 Jahren, ist es immer noch für mich völlig unverständlich, wie man mit einem Kind so umgehen kann. Da könnte ich heute noch heulen oder wütend werden. Sagen, wie kann das sein? Demütigungen, Qualen durch Strafen, für die die Kinder keine Erklärung haben. In allen Berichten wird von dieser furchtbaren Angst beschrieben, die alle Kinder haben. Eine einzige Atmosphäre der Angst vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Hans-Jürgen Brennecke und Anja Röhl waren hier in diesem Kurheim. Ins Haus dürfen beide nicht, wegen Corona, heißt es lapidar. Aber allein dessen Anblick weckt ihre massiven Ängste von damals, sogar 60 Jahre danach. Ich erinnere mich an den großen Saal und den ersten Abend und daran, dass dort die Kinder an die Betten gefesselt wurden. Aber nicht alle, sondern nur einige, und das war, ging wahrscheinlich um Fingernägel abkauen. Das habe ich damals nicht gewusst. Sie kriegten solche weißen Handschuhe über, aber ohne Finger, also praktisch, wo sie nichts greifen konnten. Und die wurden sofort unten am Bett festgemacht. Was hast du sonst noch so an Erinnerungen? Den großen Schlafsaal auch deshalb, weil ich einmal nachts da sehr lange versucht habe, mein Betttuch trocken zu wedeln, weil ich mit 8 Jahren hier wieder ins Bett gemacht habe. Na, weil man ja nicht auf Klo durfte. Aber es hat nichts genützt. Es war zwar trocken, aber der gelbe Fleck war zu erkennen. Klar. Damit habe ich nicht gerechnet. Klar. Schon war ich wieder dran. Und das ist da tausendfach passiert. Man wurde für alles angemeckert. Ob es Weinen ist, ob es Reden ist, ob es Flüstern war, ob es Lachen war. Alles, alles war verkehrt. Mir bleibt da manchmal die Sprache weg, wenn ich an diese ganzen Ereignisse denke, muss ich sagen. Das bedrückt, es nimmt die Luft weg. Es ist so schlimm. Und das sind Generationen, die diese bösen Erfahrungen machen mussten. Träger des Kurheimes, damals wie heute, ist die Hamburger Rudolf-Ballin-Stiftung. Die renommierte Stiftung ist seit Jahrzehnten stark engagiert in der Kinderbetreuung. Vor der Kamera will sich der Vorstand derzeit noch nicht entschuldigen. Wir sind noch nicht an dem Punkt zu sagen, wir gehen in die Öffentlichkeit und entschuldigen uns. Wir sind an dem Punkt, wie ich eben sagte, wir starten einen Prozess. Wir brauchen erstmal sozusagen mehr Kenntnis vom Sachverhalt. Wo stehen wir eigentlich? Was ist eigentlich gewesen? Inzwischen will die Ballin-Stiftung die Vorkommnisse extern erforschen lassen. Doch das dauert. Ergebnisse soll es frühestens im Laufe des Jahres geben. Auch dieses wunderbare Haus direkt am Strand von Föhr war einst ein Kinderkurheim. Es hieß Schloss am Meer und wurde betrieben von der Barmer Ersatzkasse. Leonie Seliger, die sich als 5-Jährige das Leben nehmen wollte, war hier zur Kur 1971. Wir treffen sie in der Nähe von London. Noch heute beschreibt sie das dortige Klima der Gewalt. Die sogenannten Tanten hatten kein Verständnis für die Kinder. Da war viel Heimweh. Viele Kinder haben geweint nachts und das durfte man nicht. Da wurde also von den Tanten patrouilliert nachts, und wenn jemand dabei erwischt wurde, dass sie nicht schlief oder noch schlimmer weinte, dann wurden die geschlagen. Ich wollte einfach, dass das aufhört. Und ich erinnere mich daran, dass ich von den Wellen
gerollt wurde, dass ich tief unter Wasser mich fühlte. Ich weiß, dass es selten ist, dass sich ganz kleine Kinder versuchen umzubringen, aber ich weiß, dass ich es versucht habe. Hier im Schloss am Meer war auch Peter Krause zur Kur. Auch er hat Demütigungen erlebt. Seit Monaten ringt er mit der Barmer Ersatzkasse um Aufklärung der Geschehnisse. Seine Erfahrungen? Ich habe den Eindruck, dass die Barmer Ersatzkasse natürlich freundlich geschrieben hat. Wir sind ernsthaft an einer Aufarbeitung interessiert und bemüht, aber wir haben leider gar keine Unterlagen mehr. Und es gipfelte dann darin, dass selbst die Existenz dieses Heimes in der Trägerschaft der Barmer Ersatzkasse bezweifelt wurde. Und das finde ich dann schon empörend, weil das ist nun durch diverse Berichte belegt. Die Barmer Ersatzkasse schreibt uns, man habe keine Erkenntnisse über Missstände in diesem Kurheim. Zur Aufarbeitung wolle man beitragen. Allein in diesem Jahre musste die Deutsche Bundesbahn für über 200.000 kurbedürftige nordrhein-westfälische Kinder 117 Kur-Kindersonderzüge einsetzen. Überall gab es diese Kurheime für Kinder, vor allem im Norden an der See und im Süden in den Bergen. Bis in die 80er Jahre wurden die Kinder dorthin verschickt. Von Gesundheitsämtern, von der Jugendfürsorge und Krankenkassen. Allein 1965 und 1966, also in nur zwei Jahren, so unsere Recherchen, wurden über 1,6 Millionen Kinder verschickt. Die Erholungskuren ein Massenphänomen und sie waren ein regelrechter Wirtschaftszweig. Die Kosten der Verschickung mindestens 150 Millionen D-Mark pro Jahr. Das zeigt ja, da ist Geld gemacht worden mit uns. Ja? Und wo ist das Geld hingekommen? Was haben die an uns verdient? Die müssen an uns verdient haben. Und das wollen wir wissen. Das soll aufgedeckt werden. Deshalb hat Anja Röhl eine Initiative zur Aufarbeitung gegründet. Wir waren dabei, als sie sich im November 2019 das erste Mal auf Sylt treffen. Inzwischen haben viele ehemalige Verschickungskinder ihre Erlebnisse aufgeschrieben. Die Berichte wiederholen sich wieder und wieder. Egal, ob die Kinder in den 50er, 60er oder 70er Jahren verschickt wurden. Zitate aus den Schilderungen. Ich musste nachts ohne Decke auf der Holzbank schlafen. Ich wurde an den Haaren aus dem Bett gezogen. Wer umgezogen war, wurde in den dunklen Keller gesteckt. Wir Kinder wurden Tag für Tag erniedrigt. Ich wünschte mir als Vierjähriger den Tod. Report Mainz hat über 1000 solcher Erlebnisberichte systematisch ausgewertet, unter anderem danach, was die Kinder während der Kur erlebten und wie sich das auf ihre Kindheit und ihr weiteres Leben ausgewirkt hat. Es ist die erste sehr umfangreiche empirische Untersuchung zu den sogenannten Erholungskuren. 94% der über 1000 Betroffenen bewerten ihre Kur eindeutig negativ. Schlimmste war diese Sache, dass man mich in einen Wäschesack gesteckt hat und mir angedroht hat, mich verbrennen zu wollen. Dann hat man mich in den Keller gebracht. Natürlich habe ich mich gewehrt, in Todesangst gekämpft. Und dann haben sie die Klappe geöffnet von dem Ofen, großer schwarzer Ofen. Und ab dann weiß ich nichts mehr. Der hat mir auch noch. Mit 6 Jahren war sie zur Kur in Bad Reichenhall. Ein Aufenthalt, der ihre Kindheit komplett verändert hat. Ich war nervös, ich war ein Nervenbündel. Keine Konzentration, keine Aufmerksamkeit. Also kam ich in der Schule nicht mehr mit. Ich habe seitdem eine Lernschwäche. Und die Angst habe ich beibehalten, mein ganzes Leben lang. Ja. Die Untersuchung von Report Mainz zeigt, so wie Margret Richter, geben in unserer Untersuchung 90% der Verschickungskinder an, dass dieser Aufenthalt massive Folgen für ihre Kindheit hatte. Ich kam stumm, verängstigt und traumatisiert zurück. Nach der Kur war ich gebrochen. Ich kam als seelisches Wrack zurück. Dort wurde Angst in uns gesät. Ich traure um das Kind, das ich seitdem nicht mehr war. Professor Marc Thielen von der Leibniz-Uni Hannover. Auch er war als Kind in den 80er Jahren in den Schwarzwald verschickt worden. Selbst da hat er noch drastische Strafen erlebt. Heute forscht der Pädagogikprofessor zu den Folgen dieser Kuren.
Es gibt über Jahrzehnte offensichtlich ein System, ich würde es mal ganz perfide nennen, eine Art Kinderzwangstourismus mit medizinischem Anstrich, sozusagen, wo Kinder geschädigt wurden, also wo Kinder in staatliche medizinische Obhut gegeben wurden und nicht geschützt wurden. Das muss man so sagen. Fast alle berichten von kurzfristigen massiven Folgen für den Körper und die Seele, also von wirklich massiven Beschwerden, also wirklich psychische Verletzungen, die dort geschehen sind. Und es gab sogar Todesfälle in diesen Kinderkurheimen. Wir sind im niedersächsischen Kurort Bad Salzdetfurt, schreiben das Jahr 1969. Hier betreibt damals die Innere Mission, heute die Diakonie, das Waldhaus. In einem Jahr sterben hier 3 Kinder, stellt sich heraus. Ein 3-jähriger Junge wurde in der Nacht von 3 älteren Kindern zu Tode geprügelt. 2 weitere starben laut forensischen Gutachten möglicherweise an ihrem erbrochenen Essen. Zurück nach Sylt. Hier treffen wir Sabine Schwemm. Nur kurz bevor die Kinder starben, war sie im gleichen Heim zur Kur. Auch sie hat massive Prügel und drastische Strafen erlebt. Ich habe eine Toilette benutzt, die ich nicht hätte benutzen dürfen. Das hat man festgestellt. Dann haben sie mich davongeschleppt in einen Raum, haben mich übers Knie gelegt, verprügelt und mich dort dann eingesperrt. Da musste ich den ganzen Abend sitzen. Ich habe nichts zu essen bekommen. Und das Allerschlimmste war, dass sie gesagt haben, ich dürfte auch Weihnachten nicht mehr nach Hause fahren. Und da habe ich gedacht, ich würde meine Eltern niemals mehr wiedersehen. Ich habe wirklich Todesangst gehabt. Ich war im November, Dezember im Waldhaus und im März ist das erste Kind gestorben. Er, ein Pfarrer, war 1969 der Verantwortliche. Die uns vorliegenden Akten von damals zeigen, 2 der 3 Todesfälle wollte er vertuschen. Und es herrschten hier im Waldhaus unhaltbare Zustände. Das Personal war unterbesetzt, unterbezahlt und unterqualifiziert. Die Diakonie nennt vor einem Jahr diese Zustände von damals desaströs. Ein glattes Schuldeingeständnis von einem der wichtigsten Wohlfahrtsverbände. Man hätte zumachen müssen. Das wird man auch aus heutiger Perspektive sagen können. Ist nicht gemacht worden. Und es ist tragisch, dass in so einer Situation dann eben Kinder, die da nun am wenigsten für können, zu Tode kommen. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Das beschämt uns. Inzwischen, ein Jahr später, hat die Diakonie Niedersachsen die Geschehnisse um die 3 toten Kinder wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Die Ergebnisse? Bedrückend und niederschmetternd. Das sind natürlich Erlebnisse, die sind wirklich eine Last. Und wenn sie in einem Haus geschehen, das in diakonischer Trägerschaft ist, dann finde ich, steht es uns als Diakonie und Landesverband gut zu Gesicht, an der Stelle auch um Entschuldigung zu bitten. Wir machen damit nichts ungeschehen, aber wir machen deutlich, dass wir das wahrnehmen, wie es geschehen ist, und dass wir es bedauern. Die Untersuchung der über 1000 Erlebnisberichte zeigt, rund 60% dieser Verschickungskinder leiden bis heute. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Der Aufenthalt hat mein ganzes Leben verändert. Danach war alles anders. Seit dieser Zeit bin ich traumatisiert. Es sind zumindest ganz massive Hinweise dafür, dass diese Kuren ihr eigentliches Ziel deutlich verfehlt haben. Weil an der Entwicklung der Kinder sozusagen ist ja in diesen ganzen Fällen eben keine positive Veränderung eingetreten. Ganz im Gegenteil. Das heißt, diese Kuren haben eigentlich entgegen ihrer Intention Kinderleben beschädigt, beeinträchtigt und das eben nicht nur kurzfristig, sondern eben auch langfristig. Warum aber wurden die Verschickungskinder während ihrer Kur flächendeckend in Deutschland über Jahrzehnte gequält, erniedrigt und drangsaliert? Das ist Dr. Werner Scheu, Amtsarzt auf Borkum. Außerdem leitet er dort in den 50er Jahren ein Kurheim mit dem idyllischen Namen Möwennest. Und so sah es von innen aus.
Doch wer war dieser Mann? Scheu ist ein überzeugter Nazi, Mitglied der NSDAP. 1941 tritt er der Waffen-SS bei, Hitlers Elitetruppe fürs Grobe. Im selben Jahr ist er als Offizier an der Erschießung von 220 litauischen Juden beteiligt. Scheu exekutiert eigenhändig mehrere von ihnen. 1960 wird er verhaftet, später zu lebenslanger Haft verurteilt. Schon in den 50er Jahren wurden in seinem Haus Kurkinder misshandelt, berichten uns mehrere von ihnen. Von Borkum ins bayerische Berchtesgaden, in das Kinderkurheim Schönsicht. Ärztlicher Leiter dieses Hauses und den weiteren Heimen in den 60er Jahren ist Professor Albert Fieten. Vor der Kamera präsentiert er sich durchaus kinderfreundlich. Wenn ein Kind mürrisch und inaktiv hier hereinkommt, aber lustig weggeht, so ist der Sinn dieser Kur erfüllt. Hört sich gut an. Aber auch hier die Frage, wer ist dieser Mann? Der Professor ist Mitglied in rund einem Dutzend NS-Organisationen, von der NSDAP über den NS-Ärztebund bis zur SS. Und der SS-Offizier ist an Euthanasieverbrechen beteiligt, der Ermordung angeblich lebensunwerter Kinder. Aus seiner Klinik werden während der Nazizeit rund 20 Kinder in eine Tötungsanstalt überwiesen. 7 werden dort nachweislich ermordet. 1963, als er hier arbeitet, wird er angeklagt wegen Beihilfe zum Mord. Er kommt davon, weil er von den Mordaktionen nichts gewusst haben will. Historiker bewerten das als unglaubwürdige Ausrede. Wie war die Atmosphäre in diesem Haus? Darüber weiß er Bescheid. Dieter König war in diesem Haus zur Kur. Als es dann losging in dem Heim und man eigentlich ständig aufpassen musste, dass man da nicht geschubst oder geboxt wurde, dass man nicht irgendwo umgeschmissen wurde, das hat dazu geführt, dass ich als ziemliches Nervenbündel, glaube ich, wiedergekommen bin und heilfroh war, dass ich wieder zu Hause war. Diese Zeit, die ich da verbracht habe, war, denke ich, schon die schlimmste Zeit meines Lebens. Wenn ein Kind mürrisch und inaktiv hier hereinkommt, aber lustig weggeht, so ist der Sinn dieser Kur erfüllt. Kommen wir zu ihm. Das ist Hugo Kraas, einer der ranghöchsten Generäle der Waffen-SS. Während des Krieges im Dauereinsatz, vor allem in der Leibstandarte Adolf Hitler, hat nahezu auf allen Schlachtfeldern Europas gekämpft, mit den höchsten Kriegsorden dekoriert, mit Hitler und Propagandaminister Goebbels persönlich bekannt. Im Bundesarchiv in Berlin finden wir Dokumente, wie Kraas an der Front kämpfte. Immer in erster Linie, mit Spaten, Handgranaten, Maschinenpistole und Maschinengewehr in der Hand. 1969 übernimmt er das Kinderkurheim Seeschloss in St. Peter-Ording. Nur kurz davor präsentiert er sich mit allen Orden der Nazizeit bei der Beerdigung eines anderen Generals der Waffen-SS, einem verurteilten Kriegsverbrecher. Die vielen Unterlagen in diversen Archiven zeigen, er blieb bis zu seinem Tod 1980 ein fanatischer Nazi. Also, diesen Altnazis wurden über Jahrzehnte Zehntausende Verschickungskinder anvertraut. Wie bewerten diese drei Verschickungskinder auf für unsere Recherchen? Ich glaube, dass man verroht, wenn man so viel mordet wie diese Menschen dort in der Zeit nicht des Krieges, sondern des Faschismus. Und dass diese Verrohung sich auf das Menschenbild niederschlägt und dann auch niederschlägt auf den Umgang mit Kindern. Ich denke, was Heimaufsicht oder Heimkontrolle angeht, war es überall ähnlich. Es wäre so einfach gewesen, mal einfach unangemeldet vorbeizugucken. Aber die hatten keine Ahnung, was da in Wahrheit ablief. Aber saßen, und ich muss das schon heute aus der Wut auch noch von damals sagen, auf ihren dicken Ärschen, machten sich wichtig und waren verantwortlich für all die Grausamkeiten, die uns angetan wurden.
Bei unseren Recherchen stoßen wir auf dieses Buch zu den Kinderkuren, 1964 erschienen, verfasst von den damals führenden Kinderärzten. Besonders zwei Seiten haben es in sich. Dort wird beschrieben, wie Kurkinder zu bestrafen sind. In die Ecke stellen. Schild um den Hals mit dem Vergehen, zum Beispiel Vorsicht, ich beiße. Gerichtsverhandlung durch Kameraden aburteilen lassen. Nicht ins Gesicht schlagen, es gibt eine bessere Stelle. Ausschluss von Spielen, Ausflügen und Schwimmen. Wasser und Brot statt einer Mahlzeit. Verschmutzte Unterwäsche selbst auswaschen. Also, viele der Strafen, die Verschickungskinder erleiden mussten, sind von führenden Kinderärzten offiziell legitimiert worden. Wir kamen hier hin, wurden reingeführt und es ging direkt in diesem typischen Befehlston, der ja auch von den Angestellten übernommen wurde, ja, ging es sofort in den Keller. Die Sätze, die gesprochen wurden, waren meist ja zwei Wort- oder drei Wortsätze. Hinsetzen, runtergehen, Mund halten. Ja, und dann so die Trachtprügel immer mit dem Holzlatschen. Wenn man bei der Mittagsruhe die Augen auf hatte, zack, kriegte man einen drüber. Gemeinsam mit zwei ehemaligen Verschickungskindern sind wir in Bonn-Oberkassel. Diese stilvolle Villa am Rhein war ab den 50er Jahren ein Kurheim für Kinder, umgeben von einem idyllischen Park. Also eigentlich ideale Bedingungen, damit sich Kinder erholen. Doch was hier passierte, war das krasse Gegenteil. Sigrid Bluschke und Detlef Lichtrauter sind zum ersten Mal wieder hier, 50 Jahre nach ihrer Kur. Beide haben besonders grausame Erinnerungen, die sie bis heute quälen. Beim Frühstücken wurden dann alle Kinder aufgerufen, die dann nach vorne kommen mussten und haben dann alle die Spritze gekriegt. Aber wofür und wogegen die wirklich sein sollte oder ob die ihren Sinn und Zweck erfüllen sollte, das, ich glaube nicht, dass das irgendjemand weiß. Dr. Müller hat nicht nur als Einleitung für die Spritze jedem Delinquenten noch mal auf den nackten Hintern geschlagen, sondern hat diese Spritze nicht so gegeben, wie jeder normale Arzt die gibt, sondern hat die Spritze wirklich ins Hinterteil reingerammt, sodass man draußen hören konnte, wie jedes Kind aufgeschrien hat, heulend rauskam. Und diese Prozedur wiederholte sich dann mit jedem Kind. Ja, ich glaube auch nicht, dass da jemand Gefühle für Kinder hatte. Nein, definitiv nicht. Das denke ich mal nicht. Ja. Diese Hilflosigkeit, die man spürt, das Ganze dieses Ausgeliefertsein, ja, sich nicht wehren können, diese Demütigung. Und ihre Schilderungen finden wir bestätigt. Im Bonner Stadtarchiv stoßen wir auf diese Akte. Sie dokumentiert, dass Kinder im Haus täglich mit Schmerzmitteln und Psychopharmaka traktiert wurden, um sie ruhig zu stellen. Der Arzt, zugleich Heimleiter, weist an, sedieren, sedieren, bis er im Stehen einschläft, gibt eine Mitarbeiterin zu Protokoll. Und viele Kinder könnten oft morgens und nach dem Mittagsschlaf kaum zu sich kommen und torkelten umher. 1976 wird dieses Kurheim geschlossen. Der Grund laut Akten, die angsteinflößenden Spritzen. Der Pharmakologe Professor Gerd Gläske hat die Akten geprüft. Seine Einschätzung? Die Therapie ist weder nachvollziehbar noch zugelassen. Und das finde ich bei Kindern, die noch im Wachstum begriffen sind, eigentlich ein Skandal, weil man dann sozusagen auch die Kinder schädigt, möglicherweise auf Dauer. Und das ist etwas, was ich nur schwer ertragen kann, so etwas zu lesen, weil es im Prinzip heißt, hier wird mit chemischer Gewalt ein Kind tatsächlich ruhig gehalten. Nachdem das Haus 1976 geschlossen wird, finden Bekannte des Arztes kinderpornografische Dias. Er kennt inzwischen genau die Inhalte dieser Dias. Erinnerungen werden dadurch wach. Es gab bei der allwöchentlich stattfindenden Visite, bei der 5, 6 Jungs in Reih und Glied sich aufstellen mussten, gab es zum Abschluss der Untersuchung ein Ritual, was Dr. Müller an jedem Jungen ausführte. Er nahm mit Daumen und Zeigefingern das Bündchen der Unterhose, zog es nach vorne und warf einen Blick in die Hose. Damals als 12-Jähriger war mir natürlich nicht bewusst, welchen Sinn das Ganze hatte oder welche Intention dahinter steckte. Heute mit dem Wissen seiner Leidenschaft
bekommt das Ganze natürlich jetzt einen Zusammenhang. Mittlerweile steht fest, dass das nicht nur hier in Bonn-Oberkassel geschah, sondern auch in anderen Kurheimen Kinder mit Medikamenten ruhiggestellt worden sind. In Kindererholungsheimen sind Medikamente zur Sedierung eingesetzt worden, wenn Kinder unruhig waren, Heimweh hatten oder einfach damit sie schlafen. Und das hat ja dann keine medizinische Indikation, sondern es hat einfach den Hintergrund, dass die Einrichtung dadurch dann besser funktioniert. Zurück in die Eifel, in die einstige Kinderheilstätte Maria Grünewald für lungenkranke Kinder. Hier gab es Medikamentenversuche an kleinen Kindern mit dem gefährlichen Schlafmittel Contergan. Wir stoßen auf eine bislang unbekannte Studie von 1960, die genau das belegt. Die Kinder bekamen morgens, mittags und abends Contergan, zum Teil ein Jahr lang. Etliche erhielten das Zweifache der Erwachsenendosis. Die jüngsten Kinder waren gerade einmal 2. In einer kirchlichen Zeitung finden wir dieses Foto. Es zeigt Kinder in der Lungenheilstätte. Das Mädchen an der Tafel heißt Cornelia. Nach wochenlanger Suche finden wir sie. Da steht also, Cornelia hat Mutter lieb. Das bin ich. Ja, das ist Wahnsinn. Dass sie das gefunden haben, das ist Wahnsinn. Als 5-Jährige war sie in der Heilstätte. Durch uns erfährt sie von der Contergan-Studie. Aha. Das erklärt natürlich, warum ich die meiste Zeit nicht so war, wie ich vorher war. Temperamentvoll und ein bisschen eher wild war ich immer. Also das ist ja, da fehlen mir die Worte. Da fehlen mir die Worte. Das hätte mein Papa niemals zugelassen. Nein. Oh mein Gott. Nee. Haben Sie dafür Beweise? Ja, wir haben da schwarz auf weiß Beweise, dass das dort getestet wurde. Über ein Jahr. Meine Güte. Ich kann jetzt nichts mehr sagen. Contergan, das gefährliche Schlafmittel, mehrmals täglich an kleinen Kindern völlig überdosiert über einen langen Zeitraum getestet. Silvia Wagner, Pharmazeutin, hat diese Studie entdeckt. Es sind Versuche an Kindern, die dem schutzlos ausgeliefert sind. Die Eltern sind nicht vor Ort. Und es ist ein Präparat, was den Kindern nichts nutzt. Es ist rechtlich und ethisch nicht zu rechtfertigen. Bei unseren Recherchen finden wir weitere Studien. In Stuttgart zum Beispiel wurde Contergan sogar an Säuglingen getestet. Die jüngsten waren gerade einmal 2 Wochen alt. Warum aber haben Ärzte solche Experimente durchgeführt? Seit fast 10 Jahren forscht der Historiker Niklas Lenhard Schramm zu Contergan. Das Motiv für solche Versuche war vor allem Geld. Grundsätzlich muss man sagen, dass Ärzte häufig dafür bezahlt worden sind. Man kann das jetzt nicht für jeden einzelnen Fall nachweisen, aber es gehörte doch schon zu den Gepflogenheiten, dass Ärzte finanziert wurden für solche Studien. Also eine solche Vorgehensweise würde heute nicht nur zum Verlust der Approbation führen, berechtigterweise, sondern es könnte sogar eine Haftstrafe zur Konsequenz haben, weil es ja ganz klar strafrechtlich hier eine Form der Körperverletzung. Hersteller von Contergan war die Firma Grünenthal. Ein Jahr vor der Studie von 1960 aus der katholischen Heilstätte gab es bereits zahlreiche Hinweise auf schwere Nebenwirkungen. In einer Stellungnahme räumt Grünenthal heute ein: Solche Studien seien nicht mehr nachzuvollziehen und entsprechen nicht den aktuellen, strengen ethischen Grundsätzen der Arzneimittelforschung und Entwicklung. Hier, in dieser Heilstätte, passierten die Experimente damals unter dem Dach der Kirche. Verantwortlich für das Haus, die Caritas. Diese katholische Einrichtung. Da kommt Hass auf. Da kommt Hass auf.
Wie kann man sowas tun? Heute bewertet sogar der zuständige Weihbischof die Experimente als Körperverletzung. Soweit wir das tun können, bedauern wir das sehr und entschuldigen uns für Fehler, die passiert sind, unter dem Namen der Caritas. Das ist selbstverständlich. Ja. Beschämt Sie das? Ja, natürlich. Das ist einfach immer beschämend, wenn Menschen und Kinder, die sich nicht wehren können, zu Objekten von Experimenten oder von irgendwelchen Dingen werden. Das ist schlimm. Millionen Kinder über Jahrzehnte zur Kur verschickt, gequält, drangsaliert, erniedrigt. Mit unseren Recherchen konfrontiert, haben zumindest Teile der katholischen und evangelischen Kirche Verantwortung übernommen. Aber was ist mit den anderen, die daran beteiligt waren? Kommunen, Krankenkassen, DRK, Arbeiterwohlfahrt, Sozialwerke, von Post bis Bundeswehr. Bislang sind fast alle auf Tauchstation. Spurensuche im niedersächsischen Bad Sachsa am Südrand des Harzes. Hier hat es einen ganzen Komplex von mehreren Kinderkurheimen gegeben. Bis in die 90er Jahre. Wir kennen Schilderungen, dass es täglich Prügel mit Kleiderbügeln setzte. Null Hemmnisse hätten dabei geherrscht. Und selbst wenn Kinder ihr Essen auf den Boden erbrochen hatten, wurde es ihnen von dort erneut zwangsweise eingetrichtert. Eine, die das alles gesehen hat, ist sie, Beate Noack. Sie war nicht als Kurkind in Bad Sachsa, sondern mit 17 Jahren als Praktikantin hier. Und sie habe noch mehr beobachtet, berichtet sie uns. Bei der einen Dame gab es dann die Liebesbeweise aufgrund dessen, dass sie morgens jemanden ausguckte. Und dann wussten die ganz genau, wenn sie sich heute jemanden ausguckt, der darf heute Abend das Privileg genießen, bei ihr im Zimmer Fernsehen zu gucken. Und dann waren es meistens zwei Jungs und die durften sie dann streicheln. Und ich weiß nicht, wie weit die Übergriffe gewesen sind. Ich hatte damals nur zu einem 15-Jährigen gesagt, sag mal, warum wehrt ihr euch denn nicht, wenn jeden Abend da jemand rein muss und sie macht ihre Scherzchen mit euch? Da sagt er zu mir, ja, meinst du, ich will hier kaputt gehen? Kann ich auch verstehen vom 15-Jährigen, der war 2 Jahre jünger als ich zu der Zeit. Ne? Und das hat die weidlich ausgenutzt. Und am nächsten Morgen ging das Spiel weiter. Also sie hatte abends immer Happy Hour auf ihrer Couch. Mit Jungs? Mit Jungs. Mhm. Mehrere ehemalige Kurkinder schildern uns sexuelle Übergriffe hier in Bad Sachsa. Niemand von ihnen will, verständlicherweise, vor die Kamera. Bis heute schämen sie sich dafür und haben ein Leben lang darunter massiv gelitten. Eine Frau, heute fast 70, hat ihre Erlebnisse aufgeschrieben. Wir feierten ausgelassen Fasching. Es war der einzige fröhliche Tag während meiner 7-wöchigen Kur 1962 in Bad Sachsa. Sogar das Essen war an diesem Tag lecker, Würstchen mit Kartoffelsalat. Ausgelassen war auch die Stimmung. Ein dicker Mann spielte mit mir als 6-jährige Hoppe-Hoppe-Reiter, so richtig mit Röckchen über den Kopf. Dann fragte er mich fürsorglich, ob ich noch ein Würstchen wolle. Er lockte mich in den dunklen Gang vor der Küche, löschte das Licht, damit uns keiner erwischt, und ließ mich kurz vor der Türe Schmiere stehen. Dann kam er zurück und sagte, er hätte noch eine gefunden und sie sei in seiner Hosentasche versteckt. Ich könnte mal reinfassen und daran lecken. Ich biss einfach zu. Der Mann schrie auf und wir wurden entdeckt. Der Mann behauptete, ich sei weggelaufen und er hätte mich zurückbringen wollen. Dabei hätte ich ihn in die Hand gebissen. Alle glaubten ihm, die Tanten, die Heimleitung, sogar meine Eltern. Mir dagegen wurde gesagt, ich sollte keine Fantastereien erzählen, ich sei gemeingefährlich und kriminell. Dass mir keiner glaubte, hat mich mein Leben lang begleitet, stark belastet und mein Urvertrauen in andere Menschen nachhaltig zerstört. Zurück zu Beate Noack. Sie fand als 17-jährige Praktikantin die Zustände in Bad Sachsa unhaltbar. Zusammen mit anderen Praktikanten hat sie sich beschwert bei der Heimleitung, sogar beim Jugendamt. Die kamen sogar. Natürlich mit Anmeldung. Und dann? War alles tippitoppi. Friede, Freude, Eierkuchen.
habe ich selbst erlebt, dass ich gedacht habe, das ist doch hier eine Show, das geht doch gar nicht. Doch, ging wunderbar. Alle lächeln, die Kinder müssen gedacht haben, wir haben eine Spritze gekriegt oder Drogen genommen oder was weiß ich. Dass die Tanten in dem Moment wirklich so lächeln konnten und so fröhlich sein konnten und jetzt singen wir noch ein Lied. Also genau das, was das Jugendamt auch sehen wollte. Auch ein Komplettversagen der Behörden. Das sehe ich so. Also diese Einrichtungen wurden schlichtweg nicht offensichtlich hinreichend kontrolliert, zum Beispiel das Landesjugendämter, die ja dafür sorgen müssen, dass das Wohl von Kindern und Jugendlichen in solchen Einrichtungen gewährleistet ist. Das ist sozusagen eine totale Institution, wo dann bestimmte Gewaltdynamiken eben auch entstehen und dann quasi auch ein gewisses Eigenleben quasi entwickeln, wenn eben da keine Kontrolle und keine Aufsicht gewährleistet wird über diese Praktiken. Anja Röhl, selbst mehrfach verschickt, hat sich um das millionenfache Leid dieser Kurkinder seit Jahren gekümmert. Sie hat Berichte gesammelt, eine Organisation gegründet und Betroffene deutschlandweit vernetzt. Um finanzielle Entschädigungen geht es den Opfern erstmal nicht. Sie wollen an der Aufklärung der eigenen Geschichte beteiligt sein. Was wir ganz, ganz dringend brauchen, sind Vernetzungsstellen, Anlaufstellen für die Betroffenen in den Ländern, Hilfen, Historiker, die mit den Betroffenen in die Archive gehen und versuchen rauszukriegen über das Heim. Die meisten bei uns wollen unbedingt über das Heim was wissen, über die Zustände, die da herrschten. Sie wollen der Sache auf den Grund gehen. Dieser Wunsch nach Aufklärung ist inzwischen auch in der Politik angekommen. Auf mehreren Konferenzen der Sozialminister waren die Qualen der Verschickungskinder Thema. Die Minister erkennen deren Leid an und stellen fest, die bundesweiten Geschehnisse müssen umfassend aufgeklärt werden. Vor unserer Kamera gibt Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha eine eindeutige Zusicherung. Ohne die Betroffenen und deren Erfahrung, deren Aufarbeitung, deren Hinweise wird diese Aufarbeitung nicht stattfinden können. Ja, dass wir sie nicht im Stich lassen, dass wir sie unterstützen, dass wir ihre Selbstorganisationsstruktur mit Finanzmitteln fördern wollen und dass wir in dieser wissenschaftlichen Aufarbeitung am Ball bleiben. Ein Versprechen? Klare Zusage. 4 Tage mit 3 ehemaligen Verschickungskindern auf Föhr liegen hinter uns. 4 Tage Spurensuche, 4 Tage voller Erinnerungen an ihr Martyrium. Es waren sehr gemischte Gefühle. Ich hatte nicht gedacht, dass das Nachsinnen über meinen Aufenthalt mit 8 Jahren noch so viel Schmerz und Wut wiederbelebt, sodass mir sogar körperlich ein bisschen unwohl war. Ich konnte diese schöne Insel überhaupt nicht genießen, weil mir das Thema immer wieder durch den Kopf ging. Natürlich sind es einerseits keine schönen Erinnerungen, aber was mich motiviert hat, ist, dass jetzt die Thematik in den Fokus geraten ist und dass jetzt eben was passieren wird zur Aufarbeitung. Und deshalb bin ich mit einem richtig guten Gefühl hergekommen und fahre mit eigentlich noch besserem Gefühl jetzt auch wieder nach Hause. Es war bewegend, auch innerlich habe ich es gespürt durch die Erinnerungen. Es war informativ, weil wir doch einiges erfahren haben. Es ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die Menschen wirklich davon überzeugt werden müssen, dass es uns da nicht gut gegangen ist. Es ist noch viel zu tun.